Der Tod von Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts am 24. August berührte die ganze Welt. Sein Pressesprecher erklärte gegenüber PA News Agency: Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt. Er ist heute im Kreise seiner Familie friedlich in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Schon vor seinem Tod musste sich Watts einer Herz-OP unterziehen. Er wurde 80 Jahre alt. Für Rockmusikfans wird er unvergessen bleiben. Auch seine Bandkollegen rund um Mick Jagger und Co. gedachten des Musikers. Auf Instagram schrieb Jagger zu einem Bild seines Freundes: Ich bin so traurig, Baby. Wir werden ihn vermissen. Im September werden die Rolling Stones ihre Tour in den USA fortsetzen. Dann leider ohne Charlie Watts. Bereits zuvor hatte der Drummer bekannt gegeben, wegen seines medizinischen Zustandes nicht an der Tournee teilzunehmen. Jetzt, nach seinem Tod, wollen die restlichen Mitglieder der Stones, Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood, ihren Bandkollegen ehren, wie ein Insider gegenüber der britischen Sun verrät. Die Band möchte die Show zu einer Feier zu Ehren seines Lebens machen. Er war wie ein Bruder für sie, aber sie wissen, dass er es gehasst hätte, wenn sie Shows abgesagt hätten. Charlie hatte ihnen seinen Segen gegeben, nach seiner Operation ohne ihn auf Tournee zu gehen. Also werden sie seinen Wunsch respektieren. Wie der Tribut an Charlie Watts genau aussehen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Am 26. September geht es für die Rolling Stones mit ihrer No-Filter-Tour in St. Louis, Missouri in den USA los. Watts war durch und durch Musiker. Schon mit 10 Jahren bastelte er sich aus einem Banjo eine Trommel. 1955 bekam er schließlich sein erstes Schlagzeug. Nach einem Studium an der Kunsthochschule und einigen Jahren als Jazzdrummer gründeten sich 1962 die Rolling Stones, damals noch ohne Charlie Watts. Er kam ein Jahr später dazu und trat 1963 erstmals als Schlagzeuger der Band auf. Seitdem blieb er den Stones erhalten. Über die Jahre wurde er zur Legende und galt als einer der talentiertesten Schlagzeuger überhaupt. 1989 wurde Watts in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. 2016 ergatterte er in der Rangliste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten des Magazins Rolling Stone den 12. Platz. Privat war Charlie Watts ab 1964 bis zu seinem Tod mit Shirley Ann Shepherd verheiratet. 1968 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Zusammen mit seiner Frau hatte der Musiker noch ein weiteres Standbein. Sie betrieben ein Vollblut-Araber-Gestüt in Devonshire. In den 80er Jahren hatte Watts mit einer Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen, die er überwinden konnte. 2004 bekam er die Diagnose Kehlkopfkrebs. Auch diese Krankheit konnte er besiegen.